Reisende, die von barrierefreien Angeboten profitieren oder diese sogar zwingend brauchen, sind vor allem erst einmal Menschen, die auf Reisen bestimmte Dinge gerne tun. Sie besuchen Museen oder Cafés, wollen in der Natur aktiv sein, einkaufen oder Wellnessangebote erleben. Sie bevorzugen die Stadt oder das Land, übernachten gern exklusiv oder auf einfachen Campingplätzen, allein, zu zweit, als Familie oder in Gruppen. In all diesen Dingen unterscheiden sie sich nicht von anderen Reisenden, also auch nicht von denjenigen, die die wichtigsten Zielgruppen der Marke Brandenburg sind. Einige Gäste dieser Zielgruppen sind allerdings in ihrer Aktivität oder Mobilität eingeschränkt und haben deswegen bestimmte Wünsche und Erwartungen an die Zeit im Urlaubsort. Gehbehinderte Gäste, die auf einen Rollstuhl oder Gehhilfen angewiesen sind oder auch nur durch einen Kinderwagen eingeschränkt sind, haben andere Bedürfnisse als Sehbehinderte oder blinde Menschen. Aber auch hörbehinderte oder gehörlose Menschen und Menschen mit kognitiven Einschränkungen benötigen besondere Angebote. Immer mehr Menschen sind außerdem von Allergien betroffen, was eine ganz eigene Art von Einschränkung ist. Auch diese Gruppe hat bestimmte Bedürfnisse. Trotz aller Handicaps ist jeder Reisende in erster Linie Gast, der seinen Aufenthalt genießen möchte und das, ohne für jede Kleinigkeit Hilfe zu benötigen. Barrierefreiheit ist deswegen die Antwort auf Wünsche und Erwartungen von bestimmten Gästen innerhalb ihrer Zielgruppe. Ausführliche Informationen zu unseren Zielgruppen und allen barrierefreien Maßnahmen finden Sie in unserem Praktika-Leitfaden. Werden Sie aktiv und tragen Sie dazu bei, dass 100% Ihrer Gäste Brandenburg barrierefrei erleben können.